Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Rage. Wir wollen jetzt ins Ghost Hideout. Eliminieren Sie alle Banditen. Haben wir ja beim letzten Part die Anweisung bekommen. Ich hoffe, ich kann jetzt auch genau das vorlesen, was da steht. Leichen durchsuchen. Du kannst Leichen durchsuchen, indem du dich ihnen näherst und A drückst. Bei mir eh. Du solltest jede Leiche durchsuchen, die du siehst, um Munition, Zutaten und Geld zu finden. Ich sag jetzt besser nicht, woran mich Zutaten erinnert, ne? Dieses Spiel ist eigentlich für eine Konsole gedacht, aber ich spiele mit Tastatur und Maus. Dementsprechend ist es halt bei mir jetzt etwas anders, ist die Steuerung halt anders. Was auch immer das für ein merkwürdiges Symbol war. Also bei mir ist es Leertaste zum Springen. Bandagen und Munition. Stirb! Schön plündern. Da liegt auch noch irgendwas. Sprühlack. Wofür man ihn auch immer braucht, wir nehmen ihn mit. Was haben wir hier? Oh, Stofflappen. Stofflappen ist gut. Das ist ein Bauteil für die Bandage später. Das weiß ich schon. Nee. Wie gesagt, ansonsten ist dieses Spiel komplett blind. Ich habe es halt, wie gesagt, die ersten zwei Stunden, das sind so die ersten zwei, drei Missionen. Ich werde dann noch genau sagen, bis wann ich das gemacht habe. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann für mich komplett blind. Ich kenne das Spiel gar nicht. Ich weiß so ein paar Sachen, wo ich mich halt vorher... Wow. Wo ich mich vorher drum beschäftigt habe. Und mich ein bisschen reingelesen habe, dass man halt noch so ein paar Fahrzeuge bekommt. Man bekommt noch andere Waffen etc. pp. Ja, so einige Sachen, die man da bekommt. Aber mehr weiß ich da jetzt noch nicht. So. Hier ist nix. Nix. Das sagte mir mal einer meiner Kollegen. Auch wenn man das schon ein paar Mal gespielt hat, sollte man immer trotzdem nochmal nachschauen an Stellen, wo man zuvor nichts gefunden hat. Es könnten immer wieder neue Sachen da rumliegen. Schau auf die Hand. Huh? Wortwörtlich, er liegt mir zu Füßen. Nein! Wieso war das klar, dass ich wieder einmal in die Falle laufe? Nein, da will ich nicht hin. Nein. Hallo. Hallo? Hier stinkt's. Meine Beute soll wissen, was passiert. Ich verspreche dir, es wird wehtun. Defibrillator. Oh Gott. Du bist fast tot. Die Nanotriten in deinem Körper können dir neues Leben einhauchen und alle Feinde in der Nähe neutralisieren. Schön. Warte, bis die Knotenpunkte aufgeladen sind. Sobald die Knotenpunkte aufgeladen sind, schießen sie aufeinander. Drücke E, wenn sich die Knotenpunkte überschneiden. Die
Knotenpunkte schießen aneinander vorbei und prallen nicht zurück. Du hast also nur eine Chance. Ja, das ist so eine Sache für sich. Je näher die Knotenpunkte zusammen sind, desto mehr Lebensenergie wird regeneriert. Lass uns jetzt eine Defibrillierung ausprobieren. Naja, fast. Bei meiner letzten Aufnahme, die ich hier probiert habe, hat es nicht so ganz funktioniert. Da war ich noch viel, viel weiter davon entfernt. Da waren die schon an den äußeren Enden angekommen, bevor ich da irgendwas geschafft hatte. Sonst aber... Das Ödland ist ein gefährlicher Gegend, ja, bla bla bla. Das kennen wir, das brauchen wir aber nicht. Denn wir sind von Haus aus gut. So, tot. Strummelt hier noch einer rum? Sonst noch irgendjemand ohne Fahrschein? Anscheinend nicht. Alle liquidiert. Da liegt noch Pistolenmunition rum. Pistolenmunition ist immer gut. Das war wohl nichts, wa? Ich sehe dich auch. Glaubst ja wohl selbst nicht, oder? Gucken wir mal eben. Wo ist denn hier das Inventar? Das ist das Inventar. Immer wieder drücke ich auf Falschtaste. Okay, wir brauchen also kein Medipack. Und da schon mitnehmen. Rumliegen? Ne. Hey. Hinter dir! Reingeschlichen und von hinten erschossen. So schnell kriegt man einen Reaper nicht down. Auch wenn er eigentlich eher gewollt hatte, gerade mit Granaten zu werfen. Aber was soll's. So. Ich habe gerade so nebenbei mein Handy brüllen hören mal wieder. Nein. Nichts von Bedeutung. Hier liegt nichts, da liegt was.
Hört sich so an, als ob das Ding hier gleich down ist. Erwischt! Oh, nix mehr drin. Wir brauchen hier Unterstützung. Oh, einmal alles plündern hier. Oh, Pistolenmuni. Und Geronimo! Yeehaw! Kehre zu deinem Hacker zurück. Hacker! Ja, dann wollen wir mal zurückkehren. Das war so mehr oder weniger die erste Mission. Wir werden jetzt trotzdem noch halt zurückfahren. Mal gucken, ne? Was wir da jetzt so Schönes kriegen. Bekommen wir ja irgendwie so eine Ausrüstung oder so, sollen wir dafür bekommen. Irgendwo steht da noch unser Fahrzeug rum. Stanley Express Briefkasten. Der Stanley Express sucht immer Fahrer, die zu gefährlichen Fahrten bereit sind. Weitere Informationen erhalten Sie in Wellspring. Auch gut. Meine Maus hängt. Kennt man ja, ne? Frauen und Schuhe und Männer und Autos. Oh. Moment mal. Du hast doch nicht etwa vor, in die Kanalisation zu steigen, oder? Die Kanäle sind lebensgefährlich, ha? Huh? Lebensgefährlich. Die Mutanten horten da unten ihre Beute. Sollen noch ein paar anständige Sachen drunter sein. Das Zeug ihrer Opfer. Hör gut zu, wenn du da runterfällst, brauchst du anständige Artillerie. Keiner weiß, was dich da unten alles erwartet. Hat man ja so auf Anhieb nicht direkt gesehen. Mal gucken, was da unten so los ist. Oh. Anständige Artillerie? So, irgendwie reicht mir meine Pistole gerade voll aus hier. Funkgerät. Ganz schön schnell, die Biester. Wow, wow. Jetzt wird es langsam gefährlich.
Jetzt wird es aber langsam Munition knapp. Ja, yeah, Werkzeug. Ein Hammer. Oh, Alter, gucken hier. Hier ist nix. Wir haben nur noch 12 Schuss. Wir haben nur noch einen Schuss. Das sind zu viele. Nahkampf! Aua! Ja, jetzt müssen wir uns aber zurückziehen, wir haben keine Munition mehr. Hier müssen wir mit... tatsächlich mit mehr Munition rein. Jetzt... ist aber schon mal hier drin, gibt es ein paar schicke Sachen und... ein paar nette Gegner. Ja, wir gehen raus. Weil ohne Munition bringt das hier drin nichts. Ach, jetzt haben wir unsere Munition wieder zurück, okay. Dann ist das wohl... Ah, ja, ich verstehe, okay. Wenn man die Mission da betritt, also dieses Territorium da, dann... Ah, nicht getroffen. Dann wird das quasi gespeichert und sobald man die Mission abgeschlossen hat, bekommt man einen Bonus. Und wenn man da drin nicht war, dann verliert man halt alles wieder. Ich wette mal... Ja, doch, die Bandagen sind auch wieder alle vier da. Und das, was wir drin gesammelt hatten... Ups, falsche Taste. Das, was wir drin gesammelt haben, ist auch weg. Schau bei Hallig vorbei, dem Verkäufer in Haggers Siedlung. Er kauft alles, was du so aufsammelst. Jut. Verdient, die versprochene Rüstung. Aber wie du siehst, gibt es neue Probleme. Als du weg warst, wurde die Siedlung angegriffen. Vom Haufen Banditen, die wir noch nie gesehen haben. Haben nichts gestohlen, ging ihnen nur ums Töten. Wir haben viele Verwundete. Wir brauchen dringend Medikamente. Ich musste dich schon wieder um Hilfe bitten. Worum geht's? Auf der anderen Seite des Weges findest du eine weitere Siedlung. Ziemliche Eigenbrötler, aber trotzdem Freunde. Und sie haben, was wir brauchen. Bring diesen Brief zu Richter. Er kann helfen. Wenn du mir noch einmal hilfst, bekommst du von unserem Mechaniker einen eigenen Buggy. Wie sieht's aus? Klar. Banditen haben die Siedlung überfallen und wir brauchen wieder deine Hilfe. Wir konnten sie abwehren und Gott sei Dank ist niemand umgekommen. Aber wir brauchen dringend Medikamente. Du musst nach Westen zur Outrigger-Siedlung fahren und den Brief an Anführer Richter übergeben. Er kann helfen. Wenn du mit den Medikamenten zurückkommst, dann macht dir unser Mechaniker einen Buggy fertig. Jo. Alles klar, geht klar, Junge. Wenn du alles dabei hast. Oh. Alles klar. Wingsticks gehen wir uns aber erstmal hier holen. Lass mich raten. Du willst wissen, wie man Wingsticks wirft? Klar, Süße.
Zeig's mir, Baby. Er hat dir Dan eine Pistole gegeben. Keine schlechte Waffe. Aber wenn du was Unauffälliges brauchst, hol dir einen Wingstick. Er hat einen zielsuchenden Nanokern, ist aber trotzdem nicht so einfach zu beherrschen. Wir machen denn wie? Zeig mir, dass du damit triffst. Dann sag ich Halleck, dass er dir welche verkaufen soll. Geht klar. Wenn man weiß, wie man einen Wingstick wirft, was? Wenn man weiß, wie man einen Wingstick wirft, das kann einem das Leben retten und ich bin die beste Lehrerin. Aha. Ist ziemlich einfach. Wirf den Wingstick auf dein Ziel und der Nanokern erledigt den Rest. Sollte der Wingstick den Aufprall überleben, fliegt er dorthin zurück, von wo du ihn geworfen hast. Also beweg dich nicht zu viel. Ich sage Halleck Bescheid, wenn du mir zeigst, dass du mit einem Stick umgehen kannst. Also ich kann auch mit einem, na gut, lassen wir die FSK mal unter 18. Wow, 25 Punkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Welch eine Zieldrohne. Ich hätte die Hosen voll. Geh zu Halleck, er wird dich ausrüsten. Alles klar, Süße. Du hast 5 Wingsticks erhalten und kannst noch welche von dem Verkäufer kaufen. Du kannst bis zu 4 Schnellzugriffobjekte ausrüsten. Ja, das habe ich noch nicht so ganz funktioniert, wie das ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Ja, die sieht aber auch nicht schlecht aus, die Alte. Willst du es nochmal probieren? Nee, Süße, mit dir würde ich lieber spielen. Na gut. Lassen wir das mal. So, gehen wir mal zu Halleck hier unten. Willkommen, Fremder. Ich bin Halleck. Schön, dich kennenzulernen. Mir gehört dieser kleine Laden hier. Hab alles, was du zum Überleben und Kämpfen brauchst. Die beste Ware des ganzen Ödlands. Oh, und solltest du mal was Wertvolles finden, was du nicht brauchst, bring's mir. Ich zahle gut für schöne Dinge. Okay. Klar, aber das machen wir erst im nächsten Part wieder. Dementsprechend sage ich dann mal einen angenehmen Abend euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.